Es gibt zwei Gründe. Das eine ist ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Internationalisierung ist grundsätzlich vorteilhaft, indem man von dem anderen lernen kann, indem man neue Modelle, sei es im technischen oder im geisteswissenschaftlichen Bereich, ausprobieren kann, neue Lerntechniken, neue kulturelle Herausforderungen. Das heißt, man schafft sozusagen eine Lernumgebung, die positiv ist, in der man sich organisational weiterentwickelt. Aber es wirkt auch für den gesellschaftlichen Auftrag. Universitäten, gerade in Afrika oder in der Kooperation mit Afrika, haben neben dem humanitären Aspekt auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Und wenn man sich anguckt, in welchen Ländern, in welchen Regionen der Welt neue Mittelschichten entstehen, ist dies in Afrika, das ist Kenia, das ist Nigeria, das ist Kamerun, das ist Ghana. Das sind Länder, die man vor 20 Jahren als gescheitert betrachtet hat oder als Afrika-Krieg, der Kontinent der Krisen, der Katastrophen und heute halt als den Kontinent der Chancen. Und das ist schon ein Aspekt, weswegen Universitäten sich dort engagieren sollten.